Lecker! Hör auf! Fast Food ist dein No-Go! Warum? Was für eine Reaktion! Was sollen wir tun? Ich habe eine Idee! Ich habe eine super Idee! Wie wär's, wenn ich einen geheimen Raum baue, der aussieht wie... Wow! Jen, das ist unglaublich! Ein neues Shirt? Cool! Hier muss es doch irgendwo Essen geben. Oh, hier? Nee. Vielleicht im Regal. Ein Hund. Das hat nicht lange gehalten. Goodbye. Hier ist nichts. Ich werde unter den Kissen nachsehen. Ein Burger. Das ist nur eine Schachtel. Das ist eine super Lösung. Oh, eine Schachtel? Das könnte klappen. Jen, wie hast du das gemacht? Das war ziemlich einfach. Ich hoffe, es gibt etwas im Bad. Oh ja, hier ist sie. Leckere Cola. Ah! Ich habe alles verschüttet. Oh, ein Cola-Becher. Ich glaube, ich kann anfangen zu bauen. Du bist aber schnell. Gefällt es dir? Sehr schön. Mir gefällt's auch. Ich helfe dir. Warte. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich glaube, da fehlt etwas. Was ist das für ein Geräusch? Loose. Ja? Gib mir den Strohhalm. Der hat mir noch gefehlt. Ich habe eine super Idee. Fertig. Na los. Wir stellen den Strohhalm in den Becher. Super. Moment. Hey. Ich komme runter. Nein, Jen. Das ist gefährlich. Quatsch. Ich war so nervös. Dein Shirt. Es ist schmutzig. Ich muss mich umziehen. In der Zwischenzeit werde ich eine neue Methode ausprobieren. Das hat Spaß gemacht. Ich glaube, alle sind weg. Ich kann ein paar Pommes essen. So gut. Bruce, was machst du da? Ich hatte Hunger. Weg da. Pommes? Das ist eine super Idee. Kissenpommes. Lass uns das Zimmer mit ihnen verzieren. Das wird schnell gehen. Und der Letzte. Wir haben es geschafft. Es ist so gemütlich. Oh, was riecht denn hier so? Du schwitzt vor lauter Arbeit ganz schön. Ups, ich brauche einen Moment. Mach auf! Wer ist da? Geheimer Zimmerinspektor. Ich bin hier, um mich umzusehen. Na schön. Hier ist unser Geheimraum. Mal sehen. Warum ist das so staubig? Keine Ahnung. Was ist das? Die Trennwand entspricht nicht den Anforderungen. Und was ist das? Na gut. Was ist denn hier los? Eine Inspektion. Ich bin so nervös. Ich muss meinen Stress wegfuttern. Das verstößt gegen die Hygienestandards. Ich werde das konfiszieren. Tu was dagegen. Was? Das wollten wir nicht. Ach, halb so wild. Moment. Diese Haare kommen mir bekannt vor. Was glaubst du, was du da tust? Hey, Phoebe. Hilf uns lieber beim Streichen. Ihr Lieben, habt ihr rausgefunden, was unsere Tochter noch will? Der Hinweis steht auf dem Shirt. Kommentiert unten. Ich werde mich ein bisschen entspannen. Aber wie? Hier kann man sich nirgendwo hinsetzen. Naja, ich bleib einfach hier. Aber es ist zu hart. Und super ungemütlich. Ich wünschte, ich könnte jetzt einen Burger essen. Und wenn ich ein Burgerkissen mache? Ich schneide es zu und nähe es.
eine Tomate, eine Roulette, Käse und ein Brötchen. Wow! Buh! Eine Decke in Käseform sieht schick und lecker aus. Mein leckerer Burger! Du bist so bequem! Hi! Schau mal, was ich hab! Oh. Pizza! Warte! Komm, mach sie auf! Was ist das? Heute gibt's keine Pizza. Das ist dein Schminktisch und deine Make-up-Palette. Echt einzigartig. Danke. Mein Make-up wird das leckerste Make-up sein. Dad? Ich schlafe. Okay. Ich mag es. Wie sehe ich aus? Umwerfend. Was macht Dad denn da? Ich habe eine Idee. Eine Cola-Pinata. Das ist unglaublich, Dad. Bereit? Okay. Als erstes musst du deine Augen schließen. Du musst die Pinata mit einem Stock treffen. Ich werde dich drehen, damit es mehr Spaß macht. Los geht's. Nimm das, Pinata. Pass auf. Wo will sie denn hin? Wir sollten ihr helfen. Ich weiß doch schon, wie. Schätzchen, du hast es geschafft. Yay! Die ganzen Süßigkeiten gehören mir. Schatz, nimm sie weg. Du bist so stark. Ich bin im Paradies. Ich habe immer noch Hunger. Oh, Pommes. Wie cool. Hoffentlich stirbt nicht niemand. Was? Ist das ein Logo? Und wenn ich noch mehr esse? Unglaublich. Und noch ein Pommes. Ich habe das Geheimnis des Logos geknackt. Was redest du denn da? Ich habe das gerade gezeichnet. Peinlich. Es ist so dunkel hier. Ich bin nicht kleiner geworden. Die Pommes sind nur größer geworden. Bruce, komm her. Sieh dir an, unter welchen Bedingungen unsere arme Tochter arbeiten muss. Sie braucht eine Lampe. Ich kümmere mich darum. Eine Lampe in Pommesform. Tada! Danke, Dad. Du bist genial. Mom? Ich brauche noch einen Moment. Das Licht ist super hier. Okay, ich gehe ja schon. Das ist schön stabil. Ich lege die Tomate hier hin und Käse obendrauf. Während alle beschäftigt sind, bestelle ich Essen. Hier ist deine Bestellung. Danke. Endlich. Was? Werkzeug. Los, an die Arbeit. Viel Spaß. Lasst uns eine Kissenschlacht machen. Oh nein. Ich werde den ganzen Tag brauchen, um die Federn im Haus aufzusaugen. Schluss damit. Keine Kissen. Komm schon, Mom. Okay. Hier ist Schaumstoff. Was sollen wir damit machen? Hier, mach deinen Kampf. Mach dich bereit. Gewonnen. Mein Lieblingslied. Aber es ist nicht lauter als mein armer Bauch. Ich habe so einen Hunger auf Pommes. Wo ist meine Soße? Bruce, hör auf. Du machst noch die Lampe kaputt. Gut. Und wenn ich Soße herstelle? Schatz, ich habe eine Lunchbox gemacht. Sie ist wunderschön. Und ich habe etwas zum Befüllen. Bananen, Orangen, Äpfel. Phoebe, Schätzchen, dein Mittagessen ist fertig. Komm schon, das sind Früchte. Ich versuch's mal. Lecker.
Wir haben einen sehr schönen Geheimraum gebaut. Es gibt Pommes, einen Burger und Cola. Wo ist unsere Tochter? Hi. Ich bin's doch. Du hast uns erschreckt. Was ist das? Ein Burgerschild. Lass es uns hier aufstellen. Ich helf dir. Und das ist für dich. Ein Hund. Das war mein größter Traum. Unser Mädchen sieht glücklich aus. Welches der geheimen Zimmer mögt ihr am liebsten? Cola? Burger? Oder Pommes? Kommentiert unten. Wo geht Dad hin? Josie weigert sich wieder zu essen. Das war's. Von jetzt an sind Süßigkeiten bei uns zu Hause verboten. Aber warum? Sollen wir einen Film gucken? Den haben wir doch schon gesehen. Ich schlag hier einen Nagel ein. Was macht Josie? Ich streiche. Und mein geheimes Süßigkeitenhaus ist fertig. Erwachsene dürfen hier nicht rein. Oh, interessant. Süßigkeiten. Ups, Mom kommt. Es ist Zeit für die Wäsche. Meine Süßigkeiten. Was soll's? Ich schalte die Maschine ein. Die Wäsche ist fertig. Was ist denn mit den Klamotten los? Skittles? Josie! Skittles in einem Ballon verstecken. Hi, Dad. Das ist sehr verdächtig. Ich bringe den Luftballon zum Platzen. Lecker, lecker. Oh, verstehe. Alles Gute zum Geburtstag. Yay! Luftballons. Da müssen Süßigkeiten drin sein. Ich schau mal nach. Meine Luftballons. Sie sind kaputt. Ups, da sind keine Süßigkeiten drin. Du hast meine Party ruiniert. Und du hast die ganzen Süßigkeiten gegessen. Das Paket ist endlich da. Scanner, finde die Süßigkeiten. Wow, was für eine große Nase. Jetzt kann ich alle versteckten Süßigkeiten finden. Schnüffel das. Das Gerät funktioniert nicht. Dein Ticket. Komm rein. Geh rein. Ich habe auch ein Ticket. Nein, Dad. Keine Erwachsenen. Gut. Ich bin ein Kind. Darf ich rein? Dad, so geht das nicht. Dad, komm her. Oh, wie süß. Nein, zieh erst deine Jacke aus. Jetzt können wir uns umarmen. Daddys Mädchen. Dad, umarme mich. Ich hab Snickers. Josie, warte. Oh oh. Du hast dir etwas Süßes verdient. Danke. Sie hat mich so lieb. Dein ganzer Rücken ist mit Süßigkeiten bedeckt. Was? Wenigstens habe ich hier meinen Snack bei mir. Ich werde diese Schokolade in eine Powerbank verwandeln. Und ein Kabel, damit es echt aussieht. Ja, genau. Hallo? Hallo. Hey. Der Akku ist leer. Oh, eine Powerbank. Die brauche ich. Hier.
Danke. Super, es lädt. Was? Wie geht das? Es ist aufgeladen. Danke, Josie. Das ist aber komisch. Die Hälfte der Schokolade ist weg? Ich verstehe das nicht. Ich werde versuchen, ein Smartphone anzuschließen. Schokolade lädt mein Smartphone auf. Wow. Ich muss mich reinschleichen. Schätzchen, Zeit für eine Kissenschlacht. Lass die Schlacht beginnen. Na, warte. Oh, meine Marshmallows. Josie? Bruce, du machst jetzt sauber. Komm, wir betreten das geheime Haus. Wo sind die ganzen Süßigkeiten? Hier gibt es nichts. Meine Eltern sind so naiv. Wisst ihr, wo ich die Süßigkeiten versteckt habe? Kommentiert unten. Du gehst da lang und ich gehe da lang. Sie haben nicht rausgefunden, dass ich einen geheimen Keller habe. Ein Laptop ist total unauffällig. Ich verwandle Schokolade in Tasten. Dieses Stück esse ich jetzt. Josie, tolles Timing. Ich brauche den Laptop. Danke. Das wird böse enden. Meine Finger. Sie sind voller Schokolade. Ich verschwinde. Ich brauche Süßigkeiten-Lesezeichen. Warte. Lass mich mal in die Bücher sehen. Irgendwas stimmt nicht. Josie, willst du lesen? Nein. Irgendwas ist mit den Büchern. Sie müssen essbar sein. Nein, Dad. Diese Bücher sind ganz normal. Hier, nimm sie. Ja, Dad hat die leckeren Lesezeichen nicht bemerkt. Psst. Überraschung. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, lass uns Torte essen. Das ist für dich. Und ich esse den Rest. Okay. Ihr Geburtstag, den habe ich total vergessen. Die Torte war lecker. Warte, mein Geburtstag ist in 2 Monaten. Josie? Ups. Alles Gute. Komm schon. Wirst du dich jemals daran erinnern? Oh oh. Wie wär's, wenn wir an den Strand gehen? Hey. Vielleicht in die Berge? Hi. Das ist schräg. War sie nicht eben schon duschen? Ich muss sehen, was da los ist. Ah, verstehe. Mom? Dad? Candy check. Hier ist nichts. Geh schon. Hier sind die Süßigkeiten. Ich hätte es fast geschafft. Leckere Süßigkeiten.
Oh, mein Zahn. Zeig mir deine Zähne. Oh, dem Zahn geht es wieder gut. Und das ist für dich. Süßigkeiten? Nein, keine Süßigkeiten. Das sind gesunde, zuckerfreie. Oh, okay. Pass auf deine Zähne auf. Danke. Lass uns nach Hause gehen. Mach den Mund weit auf. Mal sehen, was wir hier haben. Wow, die Süßigkeiten sind schuld. Mal sehen, was ich dagegen tun kann. Ich muss nur ein bisschen bohren. Das war's. Fertig. Deinen Zähnen geht es gut. Danke, Doc. Wie viel kostet das? Was? Das ist doch verrückt. Kosten Zähne so viel? Was für eine Verschwendung. Von jetzt an gibt es neue Regeln in unserem Haus. Keine Süßigkeiten. Nein. Bitte, Mom. Hey Leute, ich brauche wieder eure Hilfe. Kommentiert unten und gebt mir Ideen, wie ich Süßigkeiten verstecken kann. Mom, sieh dir das an. Huggy Wuggy. Ah! Sorry, Mom. Ich hätte nicht gedacht, dass du Angst haben würdest. Ich habe eine Idee. Das ist verdächtig. Was versteckt sie? Dieser Huggy-Wuggy-Lebkuchen ist so gut. Schatz, nimm ihn weg. Ich habe Angst. Was meinst du? Das ist unsere Tochter. Du bildest dir das nur ein. Ich will endlich Kaugummi kauen. Oh nein, da kommt jemand. Sie putzt sich so gut die Zähne. Hygiene ist mein zweiter Vorname. Puh, ich wurde nicht erwischt. Wie wird der Film enden? Ich drehe gleich durch. Warte, ich habe eine Nachricht bekommen. Was? Sie verteilen Süßigkeiten im Squid Game? Ich bin schon auf dem Weg. Mom, Dad, ich gehe. Hey, ich gehe zum Squid Game. Okay, ich bin weg. Da ist unsere Tochter. Komm schon, zeig's denen. Was? Keine Süßigkeiten. Leg sie zurück. Sofort. Wehe, du isst diese Süßigkeit. Du kannst was erleben. Schätzchen, was haben wir dir gesagt? Du hast Hausarrest. Du solltest mehr Verantwortung übernehmen. Du gibst Kindern Süßigkeiten. Schätzchen, was hast du im Supermarkt gekauft? Zeig mal her. Okay. Bananen und frisches Grünzeug. Gesunde Lebensmittel. Gute Wahl. Sehr gut. Ja, Dad hat nichts gemerkt. Vielleicht wachsen Süßigkeiten ja wirklich auf Bäumen. Oh, mein Baby ist so schnell groß geworden. Ich habe es geliebt, sie in die Luft zu werfen, als sie klein war. Versteck die Schokolade. Wir haben es gleich geschafft. Süße, Dad hat dich so vermisst. Wer ist Dads Liebling? Was war das? Ich verstehe gar nichts. Ah, schon besser. Was? Ihr habt geschrieben, ich soll Süßigkeiten in einem Gips verstecken? Das könnte klappen. Mom, Dad, was ist denn passiert? Komm her, ich werde dich trösten.
Ruh dich aus. Ja, es hat geklappt. Und meine Süßigkeiten sind bei mir. Dad, schieß schneller. Komm schon, weich aus. Hey, lass mich spielen. Ja, wir haben gewonnen. Gib mir 5. Was ist mit dem Gips? Warte. Ups. Geh auf dein Zimmer. Es hat nicht geklappt. Was jetzt? Mich als Superheldin verkleiden? Easy. Halt. Irgendwas stimmt da nicht. Was? Nimm deine Maske ab. Sie passt nicht. Dad. Diese Maske war eine Süßigkeit. Wusstet ihr, dass Supergirl keine Maske trägt? Kommentiert unten, welche Superhelden Masken tragen. Danke. Dad, wir gehen in mein Zimmer. Was machen die da? Ich habe schon vergessen, wie Süßigkeiten schmecken. Schokolade ist so lecker. Mädels, ich habe euch etwas Süßes mitgebracht. Aha, verstehe. Hast du das alles mitgebracht? Stopp, Snackcheck. Du kannst reinkommen. Halt, du hast nichts dabei. Halt, komm rein. Meine Lieblingssnacks. Oh nein, meine Eltern sind zurück. Ich muss alles sauber machen. Schatz, hast du Staub gesaugt und sauber gemacht? Sehr gut. Ich bring den Staubsauger weg. Oh oh. Was ist denn los? Warum funktioniert der nicht? Was ist passiert? Ist der kaputt? Da steckt etwas drin. Ah, verstehe. Schätzchen, was soll ich tun? Ich kenne ein Lifehack. Hier sind meine geheimen Schätze. Kleine, was steht in deinem Tagebuch? Darf ich es sehen? Nein, Dad, das ist privat. Okay, okay, du hast ja recht. Tut mir leid. Ein Versteck in einem Tagebuch. Es hat geklappt. Apropos Tagebuch. Liebes Tagebuch, heute habe ich Pizzalieferung. Komisch, ich habe gar keine bestellt. Die ist nicht für mich. Pizza, die gehört mir. Danke. Du musst sie bezahlen. Pizza? Ich mag keine. Meine süße Pizza. Wow. Ich will auch Pizza. Oh nein, ich darf nicht auffliegen. Ich hasse Pepperoni. Puh, es hat geklappt. Noch eine süße Haarspange. Hi. Wenn meine Eltern nicht gucken, esse ich meine Haarspange. Was? Komisch. Schätzchen, was ist mit deinen Haarspangen los? Mom, Dad, ich hab euch so lieb. Wie, was ist das? Ups. Dad, ich kann das erklären. Ich glaube, ich weiß, was das für Haarspangen waren. Es hat nicht geklappt. Au, meine Zähne. Was ist denn los?
Meine Zähne tun weh. Hm? Oh nein, wir müssen nochmal zum Zahnarzt. Hm? Was ist los? Deine Zähne tun wieder weh? Lass uns zum Zahnarzt gehen. Jetzt geht's deinen Zähnen wieder gut. Hier ist die Rechnung. Dieses Mal bezahlst du. Mach dein Sparschwein auf. Na schön. Nimm alles. Keine Süßigkeiten mehr.